Und wie gesagt, es ist unsere Aufgabe hier als Medien, es ist unsere Aufgabe hier als Bürger, richtiges Wissen zu verbreiten, richtige Informationen zu verbreiten, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen können, politisch, im Privatbereich, in jedem Bereich des menschlichen Zusammenlebens. Deutschland muss unabhängig bleiben. Deutschland darf sich nicht in diesen Ost-West-Konflikt reinziehen lassen. Auf gar keinen Fall. Deutschland braucht eine Absicherung. Deutschland braucht eine eigene Rüstung. Deutschland braucht kleinere Partner, wie etwa die Schweiz, mit denen wir Handel treiben. Länder, die uns nicht rumkommandieren, rumschubsen können. Diese ganze Gigantomanie, mehr und mehr Atomwaffen, Großmacht Russland, BRICS-Block, NATO-Block, New World Order, diese ganzen Mega-Imperien, die gebaut werden. Deutschland muss sich da raushalten und andere Länder können das auch. Die Polen versuchen sich nach Kräften da rauszuhalten. Auch da wird es bald wieder knallen wahrscheinlich. Die Polen werden jetzt wieder eigenständig, richtig konservativ, antirussisch, konservativ für das eigene Volk da. Und das ist natürlich dann den Russen ein Grauen, aber auch den Amerikanern und Brüssel ein Grauen. Eventuell verkaufen die Amerikaner erneut die Polen, verraten erneut die Polen an die Russen. Wie schon mehrfach passiert ist. Genauso die Ukraine mehrfach verraten wurde an die Russen von den Amerikanern. Die Ukraine völlig im Stich gelassen, einfach verkauft an Stalin. Verschachert. Verheuert. Also eventuell ist das das Ziel der Amerikaner, die man bringt die Russen jetzt, nachdem man denen jahrelang, also 25 Jahre lang geholfen hat, eigentlich 100 Jahre. Bringt man die Russen in die Position, wo die Russen dann erobern, wenn sie wahrscheinlich dann Polen einnehmen, dann ist das Polenthema erledigt für die neue Weltordnung. Und dann wahrscheinlich wird der Osten Deutschlands wieder erobert werden von den Russen. Und dann ist Deutschland halt eben wieder ja in diesem Clinch und Westdeutschland ist wieder kleiner. Und natürlich heulen die Deutschen, die Westdeutschen wieder und wollen dann wieder die Schutzmacht USA. Und so bleibt alles in diesem Links-Rechts-Ost-West-Denkmuster. Da müssen wir raus, da müssen wir raus. Wir brauchen eine freie Schweiz, ein freies Deutschland, unabhängiges Polen. Und so kann man diesen Globalismus eindämmen. Und je mehr wir uns dann Russland sperren, je mehr wir uns gegenüber Russland versperren, umso eher kann man eben darauf hoffen, dass so größer sind die Wahrscheinlichkeiten, dass einfach dann ja freiheitliche Kräfte in Russland, auch vernünftigere Leute in Russland das Ruder übernehmen. Dass Russland besser wird, auch eigenständiger, also natürlich dann eigenständig bleibt, natürlich auch eine bessere Art und Weise. Und wenn dann diese großen Bedrohungen weg sind, dann gibt es keinen Grund mehr oder keinen Vorwand mehr für dieses amerikanische Imperium. Und so schrumpft dann das Gefahrenpotenzial und wir haben wieder eine breitere Welt, ein breiteres Spektrum, nicht diese zwei großen Blöcke, die in Wirklichkeit vielleicht ein Block sind und die Spannungen strategisch ausnutzen. Und deswegen ist es so wichtig, nicht in dieses Ost-West-Denkschema zu verfallen. Da knüpfen wir von Recenter an die seriöse Verschwörungsforschung. Auch das gibt es, meine Damen und Herren. Es gibt nicht nur David Icke und irgendwelche ideologischen Extremisten, sondern es gibt eine seriöse Verschwörungsforschung. In der Tradition sehen wir uns und eine seriöse Tradition des investigativen Journalismus, wobei natürlich Journalismus ohne Geschichte nichts wirklich leisten kann. Absoluter Fokuspunkt, deswegen predigen wir das seit Ewigkeiten, weil es für sie da draußen am wichtigsten ist. Also wir versuchen hier keine Russenkohle abzustauben, wir versuchen hier keinen Popularitätswettbewerb zu gewinnen, sondern wir versuchen hier ehrlich mit ihnen zu sein.